Huhu, ihr Lieben! Heute basteln wir ein Vogelhäuschen aus einem Milchkarton. Dafür brauchen wir Wasser- oder Fingerfarben, ein Gefäß für die Farben und natürlich Pinsel, buntes Papier, einen Stift, eine Schere, ein Cuttermesser, aber Vorsicht, sehr scharf. Kleber, hier am besten Heißkleber, eine Schnur zum Aufhängen. Dünne Stöcke für das Dach und natürlich unsere Milchkartons. Jetzt kann es auch schon losgehen. Zuerst müsst ihr die oberste Schicht der Verpackung abziehen. Danach geht es weiter mit der Farbe. Ihr könnt den Milchkarton in eurer Lieblingsfarbe anmalen. Während der Milchkarton trocknet, könnt ihr Fenster für das Vogelhäuschen zeichnen. Diese könnt ihr dann ausschneiden und bemalen. Was auch toll aussieht, sind bunte Blumen. Wenn der Milchkarton dann getrocknet ist, könnt ihr dünne Stöcke für das Dach zurechtschneiden. Wenn die Stöcke allerdings zu dick sind, könnt ihr auch eine Gartenschere benutzen. Als nächstes schneidet ihr die Futteröffnung in den Karton. Dies funktioniert am besten mit einem Cuttermesser. Hierfür bittet ihr am besten Mama oder Papa um Hilfe. Für die Vogelstange müsst ihr auf beiden Seiten ein kleines X unter die Futteröffnung schneiden. Durch die X-Öffnung könnt ihr jetzt einen Stock als Vogelstange stecken. Hier können sich die Vögel später draufsetzen. Danach könnt ihr die Fenster und Blumen auf das Vogelhäuschen kleben. Jetzt muss vorsichtig die Öffnung des Milchkartons herausgeschnitten werden. Auch hier fragt ihr am besten einen Erwachsenen um Hilfe. Anschließend ist das Dach an der Reihe. Hier könnt ihr die vorher zurechtgeschnittenen Stöckchen aufkleben. Jetzt ist unser Vogelhäuschen auch schon fast fertig.
Beim Bau eures Vogelhäuschens könnt ihr auch ganz kreativ werden. Hier habe ich noch mal ein anderes Beispiel. Um das Vogelhäuschen aufhängen zu können, müsst ihr ein kleines Loch hineinbohren. Auch hier lasst ihr euch am besten helfen. Nachdem ihr eine Schnur durch das Loch gezogen habt, müsst ihr nur noch Vogelfutter hineinfüllen. Fertig ist das Vogelhäuschen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.